sagen. Ich habe jetzt vor allem die zweite Folge der dritten Session gestartet und wir können gleich weitermachen. Ja, grüße euch für alle, die neu eingestiegen sind. Ich bin's der Odo, da drüben ist der Hartmar, der spielt auch mit Hallo? uns und wir sind mitten im Abbasidenreich und wir hoffen, dass uns nichts passiert. Während wir die Welt nicht erobern mit dem Abbasidenreich. Ja, wobei wichtig ist, dass man anmerkt, wir ist jetzt Scheich Mohammed al-Afschin von Ah ja, Hafa. genau. Ich bin jetzt Scheik Mohammed Al-Afshin of Hafa. Was interessant ist, weil ich gar nicht mehr in Hafa sitze, sondern in Al-Batiha. Was die weit bessere Provinz ist. Egal. Ja, während es bei dir drunter und drüber gegangen ist bei mir nur mein Großvezier verstorben. Der neue ist schon nach Tabriz geschickt worden, um die Beziehungen mit meinem Lehnsherrn weiter zu verbessern, die sein Vorgänger einmal erfolgreich verbessert hat. Das heißt, ich stehe momentan auf gutem Fuß mit Emir al-Ala, des Ast Amirats. Zur Wiederholung auch, mein Emirat besteht aus 5 Scheichtümern. Eines davon wird vom Emir selbst beherrscht. Der Emir, der ein Araber ist, Maschrik, während die 4 anderen Scheichtümer allesamt von Kurdenscheichs beherrscht werden. Ah, nein, stimmt gar nicht. Eins. Nein, da hat scheinbar eines gewechselt. Gut, wenn ich binde mir ein. Okay, 3 der 5 Scheichtümer sind von Kurden. Scheichs beherrscht, ja. 3. Wo ist da die fünfte eigentlich? Ich sehe nur vier Gebiete in deinem Ding, oder? Du hast recht, es sind nur 4. Ich dachte, dass Ahmadiyya, das westlich von Umriya ist, auch dazu gehört, aber Na, das gehört Ahmadiyya nicht gehört dazu. nicht zu euch. Nein, es ist ein eigenes Scheichtum. Na, der gehört zum Emir Akaba of Al-Kusa i Ah, Amirat. ja, ich sehe schon, ja. Das ist da Das das ist Ganze. Hia Rabia im Westen. Ja, das ist zwischen Syrien Da und führen ja oder auch noch zwei Kriege. Das Syrien und gibt's ja wohl Nordirak. nicht. Die bringen sich alle gegenseitig um da. Kann das sein? Wo hast du noch einen Typ? Ja, da westlich von dir. Der Sheikh Mujahid of Mambi ist im Krieg mit dem Emir Issa of Al-Salihi. Salihi. Noch sehr was. Ja, was will der Emir von dir? Was will der in dem Krieg? Will der sein Land? Fast so aus. Revoke Man. Achso, der will Man Beach zurückerobern. Übrigens, Verstehe. ich klicke auf Play. Ja, tu das, tu das. Ich finde das sowieso faszinierend. Wir brauchen keine Feinde von außen, weil wir führen eh alle miteinander Ja, Krieg. das liegt daran, dass die Zentralgewalt so schwach ist momentan, dass der Sultan immer noch incapable ist. Okay, und noch einer von meinen Courtiers ist verheiratet und der Spymaster hat jetzt auch eine Frau. So, Ausgezeichnet. ich drücke kurz auf Pause und lese Okay. vor. Das Treffen meiner Partei dauert immer noch an, while Sheikh Ibrahim called the faction together, it ultimately turned out to be nothing more than a social occasion with little of importance to discuss. A few of those present expressed frustration at the pointlessness of the entire affair. Habe ich die Möglichkeit, I don't mind, to be honest, oder I happen to agree with them. In dem Fall verschlechtert sich die Beziehung mit dem Parteiführer allerdings. Habe ich nicht vor, diese Beziehung zu verschlechtern, deswegen I don't mind, to be honest. Und das war schon wieder. Ich denke, also irgendwie ist das wie bei anderen Parteitreffen auch, es passiert.
gespielt. Ja, sie treffen sich auf einen Kaffee, auf einen Tee, quatschen eine Stunde lang und Ja. im Endeffekt passiert nichts. Es kann aber vorkommen in einem Spiel, dass eine Partei sich auch auflehnt. Also so ist es nicht. Ja, ich weiß, ich weiß. Partei Warum noch einmal bist du zivil bei dieser war. Partei eigentlich? Ich wurde eingeladen und es verbesserte Beziehungen mit einem der beiden anderen Kurden-Scheichs in meinem Emirat. Und das, die Gelegenheit wollte ich ergreifen. Außerdem Prosperity Faction. Sie hat das Ziel, den Reichtum, die Wirtschaft zu verbessern im Reich. Aber es ist wieder etwas passiert. Mein ältester Sohn, Wali Mehmet, is impulsive and seems unable to tell right from wrong. What should I do with my wayward son? How Tja. about a pat on the head? Dann wird er vielleicht arbitrary. Nein, er wird er sicher arbitrary. Oder it's a strap for him. In dem Fall wird er nicht arbitrary, aber er mag mich nicht. Was ist arbitrary? Beliebig, zufällig. Ah, okay. Auch launisch Was vielleicht. hat das für Eigenschaften oder was macht das mit ihm? Erhöht den Intrigue, vermindert die Stewardship und die Vasallen mögen ihn weniger und Learning wird auch vermindert. Es ist keine gute Eigenschaft. Ich werde ihn verprügeln, meinen Sohn, dann wird er hoffentlich nicht arbitrary. It's a strap for him. So. Ich könnte gerade play. Warum ist das mein Halbbruder? Ja, die Mütter werden nicht dargestellt, was vor Spielbeginn war. Stimmt. Der muss die gleiche Mutter haben dann wie ich, weil er hat nicht den gleichen Vater wie ich. Oh. Das ist ein bisschen seltsam. Das schaue ich mir jetzt auch an. Nein, das bin nicht ich. Das ist nicht mein altes Ich, oder? Nein, ist es nicht. Ich ist Scheich Mohammed Al-Afshin von Hafa. Jo. Nein, ich habe mir gerade meinen Faction-Leader angeschaut. Dein Bruder Yusuf hat denselben Vater gehabt, nämlich Iftat. Ja, aber das ist nicht mein Bruder Yusuf, der Faction-Leader. Dann ist es nicht dein Bruder, doch nicht dein Halbbruder. Gott. Hey, warte. Mein Bruder sagt mir gerade irgendwas. My liege, my mission to Al-Kufa has so far been a success during my visit to the court of Prince Mohammed of Khorasan. I seem to have managed to make him understand what a benevolent and peaceful ruler you really are. And he sends his regards. Na, schau dir was an. War gut, dass ich meinen Bruder weggeschickt habe. Kann das eigentlich noch ein zweites Mal passieren, wenn das jetzt passiert ist? Weil ich glaube nicht. Ja, doch, Es das kann noch kann ein mehrfach zweites Mal passieren. passieren, Ja, lass ihn dort. weil es steht nämlich 20 für 4 Jahre. Und irgendwie habe ich mir das immer, war ich immer der Meinung, ich meine, ich habe es eine Weile habe ich es probiert, aber mir ist es nie ein zweites Mal passiert. Deswegen war ich immer der Meinung, dass es möglicherweise ein einmaliges Event ist. Boah, mein Dings, mein Emir mag mich richtig gern. Der hat eine Opinion von 16 von mir. Immerhin. So, ich muss einen neuen designierten Regenten bestellen, nachdem mein Großvezier verstorben Warum ist. eigentlich? Weil sonst, wenn ich jetzt sterben würde, Chaos ausbrechen würde. Oder ein zufälliger Regent bestimmt werden würde, den ich gar nicht haben würde. Ach Also stimmt, das heißt, ich ja. bestelle jetzt jemanden, der mir gelegen kommt. Außerdem verbessert es die Beziehungen. Ja, ich glaube, ich werde den Bürgermeister von Usni, der auch mein Steward ist, benennen. Mit dem habe ich schon gut gezogen, aber sie könnten noch besser werden. Honorary Title, Designated Regent, verbesserte Beziehungen empfehlen, das machen wir auch so. Ich habe einen neuen designierten Regenten. Und ich frage mich, ob ich jetzt einfach Gaudi halber nach Mekka gehe. Jetzt nach Mekka gehen? Was machst du Ja, dort? Hatsch. Stimmt eigentlich, das sollte ich vielleicht auch irgendwann mal machen. Mein Alter ist Vielleicht gestorben erhöht das ohne. meine Pietät. Das wäre sehr günstig, weil die Pietät ist bei mir ein Problem. Die brauche ich für die meisten Dinge. Oh.
Du hast auch die Nachricht Okay. bekommen über Schar, Jagd, Ja, Flug ja, auf ja. Eiserfahrt. Vilayat-e Kohistan from Ah, das ist aber Mirmil-Jebel. weit weg. Das ist in Persien. Eins, das dürfte ein Sassanid sein. Nein. Ah, das war jetzt nicht. Ja, das interessiert mich nicht mehr. Ist weit weg. Oh, der Krieg hat sich ordentlich ausgeweitet übrigens in den Welcher persischen Krieg? Scheichtümern. Achso, dort drüben. Fate smiles upon me. My wife Muhaya is pregnant. So Excellent. mehrere. Danke, danke. Und noch ein Kind. Oh, mein Bild hat sich geändert, nachdem ich scheinbar älter geworden bin. Ich bin 50 geworden, meine Haare sind ergraut. Zumindest in meinem Jetzt Set. schaust du wahrscheinlich noch kranker aus. Ah ja, Nein, also wirklich. ehrlich gesagt schaut das sehr, sehr viril aus, aber halt. Also auf meinem Bild schaut er ziemlich krank aus. Also du wirst, wenn ich dann in 27 Jahren sterbe, kannst du mir dann sagen, du hast es immer schon gewusst, Ich dass wusste es ich schon immer. Du getrennt wirst bin. Ja, sterben. Das habe ich meinen Schülern letztens auch mal gesagt. das ist sehr aufbauend, das würde ich meinen Schülern auch sagen, wenn ich welche hätte. Was, dass sie sterben werden? Ja. Naja, soll ich sie belügen und soll ich ihnen sagen, sie werden nicht sterben? Ist auf Salih, ah, das ist das, was wir vorher gesehen haben, das Salihi, das ist das im Westen von dir. Aha. Man Beach hat er sich einverleibt. In einem Vasallen scheinbar. Ja, der hat quasi Das einen. soll sein. Das soll mein Lehnsherr bei mir probieren. Obwohl, vielleicht probiert das. Ich hoffe nicht. Ich würde es mir nicht wünschen an deiner Stelle. Na, ich habe ja sonst nichts. Na, ich gehe mal nach Mekka, dann fühle ich mich besser. Ich bin 50, es ist Zeit. Go on Hajj to Mekka. Es kostet ein bisschen Geld, es kostet mehr Geld als letztens und bewirkt irgendetwas. Ich habe keine Ahnung, was es bewirkt, aber es wird hoffentlich meine Diabetes. Auf geht's. Oh You Gott, have das kostet started so to viel prepare Geld. yourself for going on a pilgrimage to Mecca. Soon you will humble yourself and travel in a group with others to fulfill one of the five pillars of Islam. Bist du irre, das Zeug kostet viel Geld. Ah, ich krieg 5 Pietät. Ich krieg 5 Pietät und? Und? Steht irgendwo, dass ich unterwegs bin? Ich bin nicht unterwegs. Kalif Oh, oh, al-Mutas has inherited the Emirate of Bahrain and other titles vom Emir Arif. Meine Güte, unser Herrscher ist vollkommen unfähig und erbt dann auch noch Zeug. oh. Okay, stopp mal. Da kommt so viele Ja, Messages im danke. Moment. Also er hat einmal Bahrain geerbt. Das ist am persischen Golf, okay. Ist Wir sogar in der wissen, wo Nähe Bahrain von liegt. dir. Ja, Ja, ich habe es stimmt, auf der Karte ist schon angeschaut. relativ nah bei uns. Außerdem. Ja, da ist er jetzt auch drinnen. Als hätte er nicht eh schon genügend Titel, Okay, das das interessiert mich Schwammerl. nur weniger. Was mich anbelangt, I'm now fully prepared for my travel to Mecca. There will be a regent ruling over me while I am away. Onward to Mecca. Ich kriege ein Trade on a Hajj. Das gibt mir zusätzliche monatliche Pietät. Und die Meinung jetzt. Aber es wird jetzt ein Regent sein. Das ist nicht gut. Aber das hätte ich bedenken sollen. Na, was soll's. Es ist zu spät. Ja, also das Scheichtum Urmia wird jetzt von einem Regenten regiert. So, aber warte mal, genau, das wollte ich eh auch machen. Einen Regenten mir aussuchen. Wen könnte ich denn dann nehmen? Ich bin auf Pilgerreise. Das ist schön für dich. Und wer Ich habe regiert in aber der Zwischenzeit bei dir? einen Bürgermeister. Oh mein Gott. Meine Vasallen sind ja vollkommen unfähig. Warte mal. Ach Gott, ich bin so dumm.
kann ich meine Konkubine als Regent einsetzen. Die hat Probier's. Stewardship 20. Ich bezweifle allerdings, dass das geht im Islam, dass du eine Frau als Na, ich Regentin. fürchte auch, dass das nicht wirklich gehen wird. Ja, Doch, man kann zum Designated Regent machen. so, ich werde mal schauen, ob ich Ich könnte das jetzt tatsächlich zum einen Regenten Hof machen. erweitern kann. Du geh mal auf deine Hatsch. Ich bin auf einer Hatsch. Boah, wieso nicht? Was soll schon passieren? Ah, da, 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 da. Meine Frau wird sich vielleicht möglicherweise ein bisschen ärgern. Ja, also ich brauche definitiv Weibsvolk. Ich muss meine Leute verlieren. Ich werde jetzt Ja, das wird nicht so gut Damen an funktionieren. den Hof Wenn rufen. jeder Mann drei oder vier Frauen haben kann, dann könnte das irgendwie im Großen und Ganzen zu Engpässen führen. Present Deputant gibt's. Wie viel kostet das? 20 Gold, 10 Prestige? Das ist ja Wahnsinn. Tja, so ist das Leben, hart und ungerecht. Ich habe das Prestige sogar und das Gold, aber das ist schon ziemlich viel. Ein verheiratetes Weibsvolk an meinem Hof? Scheinbar nicht. Meinen Marschner Oh, ich könnte ich habe. vielleicht ersetzen versuchen. Fällt außerdem auf, dass meine Ambition, eine Tochter zu bekommen, vielleicht nicht, sich nicht so leicht erfüllen lässt, während ich auf meiner Hatsch bin. Das könnte natürlich problematisch sein. Na gut, das tut man nicht alles, um die Pietät zu erhöhen. Was ist das für ein Reich hier eigentlich? Milan. Zoroastra. Der ist aber sehr alleine. Den werde ich irgendwann erobern, wenn mir fad ist. Oh, er hat 2300 Truppen. Potenzielle. Die werde ich doch nicht erobern, wenn mir fad ist. Was kann man mit Organized Raid machen? Ich frage mich, was leichter ist. If you don't use these troops for raiding, they will get angry at you and take your gold instead. Ah, verstehe. Den lege ich in mein Gebiet, dann sammelt er Männer und irgendwann mal kommt dann Du kriegst die Truppen. Sache Raid organized und dann kannst du die Truppen irgendwo hinschicken. Nicht Aber schlecht. du musst sie wohin schicken, sonst sind Ja, sie sonst sind sie unglücklich. grantig. Es ist ein weiterer Krieg in meiner Gegend ausgebrochen. Und zwar östlich von Haig gibt es ein weiteres christliches Reich. Und zwar Akuang. Es wird angegriffen von Was ist mit Sultan Haig? Hayham, des Was? Al-Haitami-Sultanats. Die dürften im Kaukasus beides sein. Ja, der eine ist im Kaukasus und das andere ist in der Türkei, was gegen den kämpft. Jedenfalls geht es um die Region Akuang, die ich nicht finde. Ah, nein, es geht Okay. scheinbar. Nein, es geht um das ganze Herzogtum. Oh, da Aber kämpfen das die Christen sogar. Herzogtum ist, glaube ich, nur das eine Region, oder, die er erobert hat. Kann das sein? Na, Aguang ist das Herzogtum und hat 5 Grafschaften. Und der Krieg geht um das Herzogtum Ja, stimmt. selbst. Das ist ein heiliger Krieg. Und der könnte die politische Landschaft hier ziemlich verändern. Wenn der erfolgreich ist, würde der Islam sich ausbreiten und Haig wäre ziemlich isoliert. Yay. Ich habe mich gerade im Echo gehört. Ja, dazu müsste Heike aber noch verlieren. Den letzten Krieg haben sie ziemlich souverän gewonnen.
Es wundert mich, dass Und sie belagern auch schon Aig die und Truppen, die sie Aguang nicht angegriffen haben. sie verbündet. Aber warte mal. Oh ja, Haig kämpft mit. Also Aguang und Haig sind verbündet. Das ist auch wichtig für mich. Weil wenn die einmal das Kalifat angreifen sollten, ist das gefährlich für mich. Ja. Während Al-Haitham, der diesen heiligen Krieg begonnen hat, alleine steht. Naja, nein, im Westen gibt es auch noch jemanden, der mit denen Krieg führt. Den Sultan Haitham of Al-Haitami. Oder können die irgendwie. Nein, der ist verbündet mit denen. Nein, Sultan Haitham ist der Angreifer. Aber er steht sehr alleine gegen die ganzen christlichen Reiche momentan. Na, Entschuldigung. Nein, ist er nicht. Der Emir Marwan of Al-Marwani hilft ihm. Ich weiß nicht genau, es steht hier nirgends. Na stimmt, das ist ein weit größerer Krieg, als ich zuerst gedacht habe. Sind sie mit dem ganzen Gebiet da? Ja gut, ist mir egal. Was ist mit Bachrein? Der Sultan, also unser Scheich könnte mir Bachrein schenken. Machst du weiter irgendwann oder? Ich habe nicht mal gewusst, dass wir passiert sind, entschuldige. Es tut mir leid, du. Ja, wir waren jetzt lange passiert und jetzt nicht mehr gelernt. So, mein Regent meldet sich, er übernimmt die Amtsgeschäfte. Ich hoffe, er macht seine Sache gut. Ha! You are fortunate to encounter a large, well-guarded caravan heading in the same direction as you. After joining them, you encounter several bandit groups. Moment, da passieren tausend Ereignisse, sehen wir gerade. As you journey forward, but they all scatter at the sight of the caravan, preferring instead to prey on smaller bands of pilgrims. Cowardly scum. Ich krieg 10 Prestige. Nicht Dass schlecht. mich dieser Karawane angeschlossen. Es geht weiter. It seems as if we have managed to get lost here in the desert. One of your humble servants seems as if he might know the right way. I am Shaik. I know the best way. Da kriege ich Prestige und verliere Gesundheit. Oder listen to the servant. Da könnte ich allenfalls trusting werden. Nein, ich bin Shaik. Ich kenne den besten Weg. Ich will Prestige haben. So, das war nicht gut für meine Gesundheit. Wir sind weiter in die Wüste gegangen. Das heißt, ich werde nicht alt. Ja, wahrscheinlich eher nicht, nein. Nicht, wenn du auf diese Art und Weise Aber durch die Wüste reist. mein Du Prestige ist solltest sehr das hoch. besser wissen, obwohl du bist Kurde. Kurden kennen nicht so viel Wüste. Was? Mein Prestige ist ziemlich hoch. Ja, und? Und Das ist gut, Prestige glaube ich, kannst für du ja nicht Beziehungen. mit. Außerdem ist meine Domain Size, ich kann jetzt potenziell zwei Gebiete besitzen. besitzen, nicht mehr eines, nicht mehr. Warum? Ah, minus Stewardship Bonus. Oh, mein Stewardship Ich würde ist ganz scheinbar hoch gerne genug. den Scheich-Titel übernehmen da. Sind wir ambitioniert? Ja, schon Du bist irgendwie. gerade erst neu an die Also Herrschaft den gekommen. Emir-Titel, Entschuldigung. Ich werf's auch durcheinander. Ja. Ja. Der Emir ist da auf der Herzog Emir auf ist der der Herrschaft. Herzog. Ah, der ist einfach zu stark. Aber ich habe mehr Gebiete in seinem Es, Emirat ich habe als mir er. Ähnliches auch schon überlegt. Ich habe mir Ähnliches in meinem Emirat auch schon überlegt, nachdem mein Emir kein Kurde ist und drei seiner fünf Provinzen sind kurdisch. Aber es Das Problem sind sogar ist. alle Provinzen kurdisch. Ja, haben wir vorhin schon geklärt. Das Problem Aber die Herrscher nicht.
bei meinem Emir ist ja, ja, das Problem kennen wir auch jetzt gerade noch. Ich meine, Ja, es ist ja kaum 150 Jahre später. der Typ hat 5 Regionen, die er da Nennen besitzt. immer die Namen, vielleicht merken wir sie uns irgendwann. Kabbala, also der Typ meine ich, den Mohammed Taheri, meinen Lehnsherrn. Von Al-Kufa, ja. Genau, von Al-Kufra. Aber in meinem Herzogtum, also in meinem Emirat, hat er nur 2 von den 6 Provinzen. Das ist doch Selbst. ärgerlich. Er hat das Emirat von Bagdad auch noch. Genau, er hat 2 Emirate. Er kann ruhig eins abgeben. An seinen treuen und ihn liebenden Ja, wend dich an Untertanen. Kalifen und fragen, ob das in Ordnung ist. Ja, klar. Der Kalif sagt gar nichts. Er sagt nur blö, 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 blö. Hey, hallo Kalif. Ah, übrigens, ich anpause. Ja, tu das. Ich meine, wieso darf der überhaupt heiraten? Er ist vollkommen unter der Kuratel von irgendjemandem und dann heiratet er auch noch. Der Kalif hat geheiratet? Ja, er ist zumindest verheiratet. Mit der Empress Nusaiba of Al-Abbasi. Oh, es ist jemand an meinen Hof gekommen, schon vor ein paar Monaten, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich lese vor. As you stop for camp one evening, you notice that an old man in poor clothing has made camp at the same place. The man offers to tell you a hadith he has, if you can spare him some bread. Can you listen to the old man? Verliere ich ein Gold? Oder es ist nur ein alter Mann und höre nicht zu? Oder verliere ich 10 Pietät? Sicher nicht, ich höre ihm zu. Soll er Gold haben? The old man starts telling you that Abu Bakr al-Siddiq said, I heard the messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, say, if people see an unjust person and do not restrain him, Allah is very likely to seize them with retribution from him. Alhamdulillah, gain one diplomacy. Ha! Boah, Ha! nicht Ich habe ihm nur ein bisschen schlecht. zugehört und habe schon eine Diplomatie bekommen. Und zwar komme ich jetzt dann auf 25 Diplomatie. Bist du ehrlich? Yes! Ja, bin ich. Ich würde ganz Ich gerne gebe mal doch bei mehr. der Diplomatie irgendwann einmal auf 8 kommen. Ich finde das nicht richtig. Mein State Diplomacy ist gerade sehr gering, weil mein Regent nicht annähernd so diplomatisch ist wie ich. Übrigens, das geht weiter, meine Erzählung über die Hadsch. As you arrive in Mecca. Ich bin schon in Mecca. You Nicht start schlecht. preparing for the evening's prayer when you discover that the water in the well is not entirely pure. This would not be valid water to use for ablution. Ich Wie was? informiere andere in der Nähe und was irgendeine für die Buße oder so. Ich informiere andere in der Nähe und kriege 10 Pietät. War diese Reise war ein Wahnsinn, was ich schon Pietät gewonnen habe. Ich bin bald positiv. Das sollte sich auch Weil tun. wird Allah mich nicht mehr vor Wut erschrecken. Und es geht weiter. You are now at Kaaba itself and performing the Tawaf. 7 circuits, you will walk around the black stone and each time you complete a circuit, you point to the stone and say, in the name of Allah, Allah is great, Allah is great, Allah is great and praise be to Allah. So, ich kann jetzt entweder shout at every circuit, da werde ich ambitious und krieg 25 Pietät, das klingt schon super, vor allem ambitious, oder only shout the first 3 times, da kriege ich auch 25 Pietät, außerdem werde ich humble. Humble ist, glaube ich, nicht schlecht. Humble ist super, da kriegt man eine Pietät pro Monat. Es könnte sein, dass ich das werden will, weil Ambitious kriegt halt +2 auf alle Fähigkeiten. Das ist schon ein Wahnsinn. Aber da mögen mich die Leute nicht. Ah, das ist eine schwierige Entscheidung. Nein, ich brauche die Pietät. Ich werde humble. Ich werde humble. Ich werde okay. Ich bin humble geworden. Das ist Meine schön Pietät für ist dich. positiv. Und jetzt habe ich +2 Pietät pro Monat. Ich drücke auf Play.
While performing, oh ja, es kriege wieder 1000 Meldungen. Ich drücke wieder, es tut mir leid, aber meine Hatschi ist ereignisreich. While performing Voodoo before the night's prayer, a fellow pilgrim points out the purity in the water. Moment! Cleanliness is half of faith. Ja, ich habe es jemandem erzählt, der hat es jemandem erzählt, der hat es jemandem erzählt, der hat es dem erzählt und der erzählt es jetzt mir wieder und ich will es nicht hören. Aber Cleanliness is half of faith. Gain 10 piety. Und meine Meinung zu. Oh, wer ist denn das, der da noch auf Hatsch ist? Der ist sogar in meinem. Nein, der ist in der Nähe. Ah, ein Bürgermeister, zwei Regionen weiter. Jedenfalls, mit dem verbessern sich meine Beziehungen. Nicht Und schlecht. außerdem, when Abraham left Mina and was brought down to Al-Aqaba, the devil appeared to him. Gabriel said to him, pelt him. So Abraham threw seven stones at him, so that he disappeared from him. Und ich werde jetzt Stone the Jammerat, ich werde das auch nachspielen quasi. Und ich kriege nochmal 15 PFD. Wahnsinn, dieser Hatsch ist unglaublich. Das war eine weise Entscheidung, diese Hatsch durchzuführen. Ah, mein Dings, mein Bruder ist gar nicht einmal so schlecht. Der hat das zweite Mal die Beziehungen zu meinem zu meinem Emir um 20 verbessert. Aber Das ist auch eine Glückssache. ja, es hat sich trotzdem nicht verbessert, weil Improved Relations, wenn es drauf geht, ist immer nur plus 20. Es hat sich nur der Oh. Zeitraum verändert. Ich wusste Ah, erst, dass es wurscht okay. ist. Gut zu wissen, weil dann werde ich jetzt nicht versuchen, die Ah nein, Beziehungen nein, mit nein, meinem doch nicht, Lehnsherrn doch weiterzuführen. nicht, doch nicht, doch nicht. Entschuldigung, Ah, ich habe noch okay. nicht auf OK gedrückt. Ah, okay. Beim Meine, Ereignis. Jetzt die ist es doch Geschichte mit plus Ahatsch 40. setzt sich fort. You catch up with some fellow pilgrims who are also returning home from the Hajj. They have been beset by bandits who have stolen everything but their clothes and left them with no means to continue the journey. Jetzt kann ich entweder, here, this should be enough to see you safely home. Kostet ein bisschen Gold, bringt 15 Pietät. Oder, sorry, but I cannot afford to dally. Best of luck to you. Verliere 15 Pietät. Nein, sie bekommen mein Gold. Also, ich bin schon auf der Heimreise. Vielleicht werde ich Was geht's dem eigentlich? jetzt wieder daheim Du sein. müsstest eigentlich bei mir vorbeikommen. Das hast du vor. Das Naja, stimmt aber, ja. du weißt schon, was in Österreich mit verschiedenen Kreuzzüglern passiert ist. Das können wir auch mit Leuten machen, die auf die Hadsch gegangen sind. Schweig still. I have returned to my court, a changed man. I am truly humbled before Allah and I know that all men are equal and Verdammt. live in harmony with each other. Bist offensichtlich nicht den There is Filter no dran God drauf. but Allah and Muhammad is a messenger of Allah. Ich bekomme jetzt, also ich verliere jetzt den Jade on a Hajj, aber ich bekomme den Jade Hajjaj, also scheinbar, dass ich auf einer Hajj gewesen bin. Was Das kann erhöht der? meine monatliche Pietät, es erhöht meine Stewardship um eins und alle Moslems mögen mich um fünf mehr. Das ist zehn. Boah, das ist gar nicht einmal so schlecht. Ich glaube, ich gehe auch auf eine Hatsch. Aber ich werde jetzt einmal meinen Wieso ist da immer noch ein Regent? Regent, hinfort. Achso, weil ich noch auf Pause bin. So. Ja, warte, Regent, hinfort. geh wieder auf Ah, Pause, weil ich. Was? the Regency for Scheik Bilal Hejebani of Urmia has ended. Ich bin wieder daheim. Ha! Okay. Die Geschichte meiner Hatsch ist abgeschlossen. Und ich werde jetzt meine Aufnahme abschließen. Und vielleicht